Hallo, du bist Bazookin. Schön, dass du da bist. Ich bin Selina und ich darf dir einmal jetzt kurz erklären, wie die Monatsaufgabe zum Thema Aufmerksamkeit funktioniert. Was ist nochmal genau Aufmerksamkeit? In eurem Körper gibt es einen Aufpasser und der kann seine Aufmerksamkeit auf ganz, ganz unterschiedliche Sachen richten. Zum Beispiel könnt ihr, wenn euer Aufpasser sehr gut funktioniert, ganz viel wahrnehmen, was um euch herum passiert. Zum Beispiel könnt ihr jemandem gut zuhören, wenn er was erklärt und so ganz viel Neues lernen. Es gibt auch einen Aufpasser, der gut darauf aufpassen kann, was in euch drin passiert. Zum Beispiel merkt er ganz schnell, wenn es euch nicht gut geht und dann könnt ihr zum Beispiel jemandem davon erzählen. Oder der merkt auch, wenn ihr einen nicht so guten Gedanken in eurem Kopf habt, zum Beispiel ich bin blöd oder keiner mag mich, dann passt der nämlich auf und dann könnt ihr sagen, ey, das möchte ich gar nicht über mich denken, sondern ich denke jetzt, ich bin stark oder ich bin toll. Und um diesen Aufpasser zu trainieren, gibt es einen Trick. Und du hast dir die Aufgabe vielleicht schon durchgelesen. Du brauchst einen Gegenstand, auf den du deine Aufmerksamkeit richten kannst, und zwar für 5 Minuten. Dafür brauchst du auch einen Wecker, den stellst du dir dann bitte einmal. Und ich habe hier jetzt einmal eine Kerze und ich zeige dir mal, wie das Ganze dann im Endeffekt funktionieren soll. Du machst deinen Gegenstand bereit und stellst ihn einmal vor dich hin. Das muss auch nicht unbedingt auf Augenhöhe sein. So. Und dann setzt du dich davor hin und schaust dir wirklich nur für 5 Minuten diesen einen Gegenstand an. Und wenn du merkst, oh, du denkst jetzt irgendwie an was anderes oder du würdest jetzt gerne aufstehen, dann hilft es auch, wenn du einfach mal auf deine Atmung achtest und spürst, wie dein Atem ein- und ausfließt. Und vielleicht kannst du auch mal was länger ausatmen. Und dann merkst du auch, wie du dich vielleicht langsam beruhigst oder deine Gedanken sich beruhigen und du immer besser nur auf diesen einen Gegenstand schauen kannst. Und wenn der Wecker dann klingelt, hast du es geschafft. Und das ist gar nicht so einfach, aber ich bin mir ganz sicher, dass du das super hinbekommen wirst und deinen Aufpasser ein bisschen stärker machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ganz viel Erfolg. Bis bald!